Willkommen zu einem neuen Let's Play von mir, und zwar Splatoon, den Story-Modus. Den werden wir jetzt auch direkt starten bei dem Typ hier. Einfach ZL drücken und dann betreten wir diesen Bereich. Bin ich jetzt mal gespannt. So. Captain Kugelfisch heißt er. Die Octarianer kommen. Hua. Entschuldige, da ist mir wohl das Steuerrad durchgegangen. Ei. Ich bin Captain Kugelfisch. Aquamarine Kapitän. Deine funkelnden Augen, dieses Temperament habe ich gesucht. Der riesen Elektrowels, Energieversorger von Inkopolis, ist weg. Auch wenn mir wieder keiner glaubt, das waren die Octarianer. Sie trachten nach Vergeltung für die Schmach vor 100 Jahren. Ich habe sie selbstredend mit immer im Auge behalten. Und trotzdem konnten sie sich den riesen Elektroball greifen. Ich fliehe dich an. Hilf mir, den riesen Elektrowelt zu finden. Dein Schweigen deute ich als ein beherztes Ei Ei, Captain. Also gut, ab heute bist du Nummer 3 der neuen Aquamarine. Dieser Heldenanzug, der sieht richtig gut aus, härtet dich gegen ihre Tinte ab. Sitzt wie angegossen. Nummer 1 und 2 sind ja schon rausgewachsen. Und jetzt auf die Octarianer mit Gebrüll. Ich zähle auf dich. Ei. So, jetzt kommt hier noch ein bisschen Erklärung. Jetzt ist das hier geöffnet und dann können wir jetzt auch da rein. Das ist wohl Level 1. Okay. Springen wir jetzt einfach mal hier. Es geht darum, ein Elektrowels zu retten vor diesen Octarianern. Also die hier. So, den haben wir jetzt mal abgeschossen. So, und diese Kugeln weiß ich jetzt auch nicht, was das ist. Einfach mal einsammeln. Da oben rechts sieht man auch noch, da gibt es irgendwie noch so eine Karte zu finden. Da war auch noch so eine Kugel drin. Und da hinten waren auch viele Kugeln drin. Aha, Checkpoint. Okay, wie besiege ich den jetzt? Einfach ganz schnell. Ah, da, genau. Wenn man sich in einen Tintenfisch verwandelt, weißt du nicht, wo der ist. Und dann kann man ihn von hinten abschießen. So, hier geht's weiter. Okay, jetzt sollen wir auf die Deckung achten. Weil ich einfach mal hier so ein... einfach mal so eine Linie um das ganze Geschehen malen. So. Und schön diese Punkte einsammeln. So, jetzt sind wir einmal drum. So, und den haben wir auch schön erwischt. Den auch, dann können wir direkt weiter. So, hier sind auch noch zwei Kugeln. Und da ist wieder so ein Schief. Hier bin ich. Verstecken und Arm ist nicht ganz. Ah, ich muss näher. Du
Warte, ich werfe mal eine Bombe. Steht ja auch da unten. Ah, okay, so geht's halt so. Dann geht's da rüber. Checkpoint. Den haben wir gut erwischt. Dann werfe ich hier mal wieder eine Bombe. Und kann ihn abschießen. Ah, hier geht's weiter. Zack. So. Ah, Mr. Wolf ist ein bisschen erwischt. Aber sonst scheint hier... Ach, da ist noch einer. Was ist denn da oben? Warte, muss ich mal gucken. Ich hab da gerade irgendwas gesehen. Na, komm schon. Da oben ist noch eine Kiste. So. Ah, das ist diese Karte da oben rechts. Da hätten wir auch drauf können. Okay, weiter geht's. So. Ein Rüstungsteil, aha. Auch einfach mal einsammeln. Und den schön von hinten abschießen. Und hier brauchen wir wohl einen Schlüssel. Den müssen wir jetzt auch noch finden. Würde ich mal sagen, gehe ich einfach mal hier oben weiter. So. Ich spiele mit der Bewegungssteuerung, weil ich finde, dass bei manchen Situationen kann die Bewegungssteuerung echt helfen, wenn man jetzt ganz genau schießen will. Weil das mit diesem rechten Stick, das ist immer so ungenau. Also es geht immer sehr stark in eine Richtung. So, da oben ist schon der Schlüssel, aber ich gucke mich nochmal hier um. Da ist auch nichts mehr. Und wieder zurück. So, und dann können wir auch weiter. Und da oben. Ah, ich brauche wieder einen Schlüssel. Da ist noch einer. So, den habe ich gut erwischt. Oh Mist. Da ist der Schlüssel. Haben sie mal versteckt in der Kiste. Hier schön wieder Erfahrungspunkte. Ah, oh Gott, da kommen ja Gegner. Boah. Da wäre viel stärker. So, einsetzen. Da. Das ist der Elektro-Welt. Haben wir es jetzt schon geschafft, oder wie? Weiter geht's. Die Elektrowäsche werden schon seit Ewigkeiten als Energiequelle geschätzt. Selbst in Kopolis wird von einem 100 Jahre alten Riesen Elektrowäsche mit Strom versorgt. Okay. Ah, okay, wir schalten dann so Seiten frei. Das ist ja mal interessant. Okay. Dann gibt's wohl in jedem Level so eine Schriftrolle. Okay, eine tolle erste Mission. Jetzt können wir weiter, oder wie? Da, okay, hier. Das ist schon 2. Einfach mal weiterspielen. Ah, da gibt es direkt auch neue Gegner. So. Dann auch schön immer nach dieser Schriftrolle umgucken. Vielleicht gibt es auch in jeder Mission ein... das war gut.
ein Rüstungsteil. So. Schön hoch, an den Wänden kann man auch hoch. Ist das eine Bombe oder was? Na, geh hoch. Aha. Aber jetzt nichts mehr. Dann geht's weiter hoch. Und hoch. Da gibt's wieder so ein Kugelfisch oder was das darstellen soll. Ah, ein Luftballon oder so. Und da gibt's noch drei von diesen Kugeln. Vielleicht sind sie Erfahrungspunkte oder so. Das werden wir bestimmt auch noch später erfahren. Und erstmal hier schön weiter. Oh, und da kommen auch noch welche. Ha, schön beide mit der Bombe. Getroffen. Checkpoint. Tintenkiller. Ah, okay. Die machen meine Farbe weg. Ich werde jetzt schnell von dahin locken und dann schnell hier hoch. Und schön lange hier bloß nicht sich in einen Tintenfisch verwandeln, sonst fällt man runter, oder? Was ist das denn? Ah, die zweite Schriftrolle. Gut, dass ich da nochmal runtergeguckt habe. Aber sonst wäre ich eigentlich in den Abgrund gefallen, wenn es das jetzt da nicht gäbe. Ja, ich habe jetzt Glück. War aber gut versteckt. Ah, Mist. Komm schon. So. Und jetzt geht's da hoch. Und Schuss. Ah, ist wieder so ein Tintenvernichter. Ah, der hat aber dieses Ausrüstungsteil. Na, komm. Da hinten gibt's noch was. Wo soll ich jetzt hoch? Hier. Ah, hier gibt's gar nichts. So. Und jetzt können wir da hoch. Das Ausrüstungsteil haben wir jetzt auch schon. Das heißt nur noch das Ziel. Und da hoch. Was gibt's hier? Checkpoint? Ja. Und weiter geht's. Was ist denn mit dem passiert? Hat sich ein Abgrund gestürzt. So. Dann geht's hier wohl weiter. Was ist da? Eine Ampel? Naja. Oh. Es wäre nicht so gut gelaufen, wenn ich meine Waffe nicht eingesetzt hätte. Was ist da? Da geht's weiter. Nee, ich will ja erstmal hoch. Na, komm schon. Oh Mist. Ja, kümmer dich drum. So. Na, komm schon. Muss mir jetzt ein bisschen logisch rangehen. Schnell, schnell, schnell. Ja. Oh.
Da oben scheint es noch irgendwas zu geben. Oh, ne, ist das das Ziel oder wie? Was jetzt? Und was ist denn hier? Hä? So. Oh, das ist ja cool gemacht. Wir schießen mit so einer richtig starken Waffe drauf und damit kann man dann auch mehr einfärben. Ich dachte schon, wie sollen wir denn da hochkommen? Na, kann man den auch umbringen? Nee, anscheinend nicht. Das muss man dann nochmal selbst machen. Aber es ist ja nicht so schwer. Schnell da rauf. Da hoch. Und da haben wir den zweiten Elektrowelt. So. Dann haben wir jetzt auch die nächste Schriftrolle. Wir Octurianer leben tief im Untergrund. Unsere Kesselportale helfen uns dabei, zwischen unseren Wohnhöhlen hin und her zu reisen. Unglaublich, das wusste ich gar nicht. Aha. Anscheinend gibt es 27 Missionen und noch einen Boss. Bin ich mal gespannt, wie das hier weitergehen wird. So, das war es aber erstmal für den ersten Part. Zwei Missionen haben wir uns jetzt angeguckt und bis zum nächsten Part.